Lang lebe Graumähne! Ich habe Mutter und Vater eingeladen, die Zukunft des Königreichs zu besprechen. Als Held von Gil trefft mich im Garten der Burg Sturmwind. Es gibt Wichtiges zu diskutieren. Auf gar keinen Fall. Das wirst du tunlichst unterlassen. Wenn ich einmal unser Volk anführen soll, dann muss ich sein Leiden verstehen. Anders geht das nicht. Lasst uns reden. Seht in die Vater. Du hast den Wurgenfluch jahrelang ertragen und gelernt, mit seiner Wildheit zu leben, sie dir zunutze zu machen. So viele unseres Volkes erdulden dieselbe Bürde. Wie kann ich sie anführen, wenn ich ihre Not nicht teile? Wenn du mir den Wurgenfluch nicht weitergibst, bitte ich unseren Champion darum. Du weißt nicht, was das heißt. Immer zwischen Wut und Vernunft hin und her gerissen sein, um deinen Liebsten zu bangen, wenn du bei ihnen bist. Tess, ein Wurgen zu sein, ist eine unwiderrufliche Entscheidung. Aber dein Wunsch könnte auf andere Weise erfüllt werden. Kann ich euch behilflich sein? Mein Heimat ruft. Treffen wir uns im Dämmerwald, bevor Vater es verbietet. Vertraut euren Instinkten. Mit Vernunft kommt man bei ihr einfach nicht durch. Erinnert dich das nicht an jemanden? Von mir hat sie ihr Temperament nicht. Aber falsch liegt sie nicht. Liam war der Thronanwärter. Er sollte Gilneas regieren. Nun, da er tot ist, sucht Tess nach Antworten auf Fragen, die sie nie erwartet hat, sich stellen zu müssen. Ich danke dem Licht jeden Tag aufs Neue, dass dieser Fluch euch beide verschont hat. Er ist nicht die Antwort auf ihre Fragen. Mag sein. Doch diese Lektion muss sie selbst lernen. Warten wir erst das Gespräch mit der Druidin ab. Und wenn es schlecht ausgeht? Dann werden wir wieder ein reizendes Familiengespräch führen. Goldrins Fluch ist gefährlich, Prinzessin Graumähne. Ich habe lange und intensiv nach einem Heilmittel gesucht. Doch wenn Worte allein nicht reichen, gibt es vielleicht einen anderen Weg zur Weisheit? Wie kann ich euch helfen? Prinzessin, auch ich muss euch um etwas bitten. Der Wurgenfluch trifft nicht alle gleich hart. Goldrins Wut lässt sich nur schwer unterdrücken. Die Natur wird uns versorgen. Was benötigt ihr? Elun sei mit euch. Wie kann ich euch helfen? Die Natur wird uns beginnen wir. Doch Vorsicht! Die Geister, die Goldrin begleiten, sind uns vielleicht nicht freundlich gesinnt. Ich rufe den Zorn des großen Wolfs herbei.
Geld drin! Erwacht aus eurem Schlaf! Ihr habt mich gerufen, Sterbliche. Nun gut. Aus welchem Grund jault ihr meinen Namen? Großer Ahne, ich muss die Bedeutung des Worgenfluches verstehen, seine Wut erleben und seine Stärke meistern. Wirklich, Kind? Dann schlaf nun und wandelt im Traum. Welche Weisheit sucht ihr? Welche Weisheit sucht ihr? Genug! Ich bin wach! Ich bin ein Worgen? Das ist Gilneas. Als die Mauer fiel, hätte ich damals nur diese Kraft gehabt. Ich hätte Liam retten können. Will Goldrin mir das zeigen? Komm, Champion! Zerreißen wir diese Verlassenen! Was haben wir da? Eine Prinzessin, die sich als Assassine versucht? Wie possierlich. Pestrufer! Nehmt Fährte auf, Champion! Seinem Gestank lässt sich leicht folgen. Ich brenne darauf, ihn zu bestrafen. Er wird es spüren! Ihr stürzt euch wie ein tollwütiger Hund in eine Falle? Ihr seid kaum der Mühe wert. Ihm nach! Sofort! Lauft, kleines Mädchen, lauft!
Ihr seid tot, Nathanos! Ich reiß euch die Kehle raus! Erbärmlich. Kein Wunder, dass Gilneas so schnell gefallen ist. Nathanos! Feigling! Ihr entkommt mir nicht! Genug gespielt. Ich zeige euch, wie ein wahrer Jäger seine Beute tötet. Ihr heult wie ein Wolf, aber ihr kämpft wie ein zahnloser Kläffer. Diese Macht! Ich kann alles! Ich kann Liam retten! Und Gilneas auch! Und ich kann jeden Gegner abschlachten! Schnell! Ihr nach! Sie verliert die Kontrolle! Versperr ihnen den Rückweg, Liam. Sie sind genau da, wo wir sie haben wollen. Vater! Aus dem Weg! Sylvanas! Genug! Dann wollen wir doch mal sehen, wie tapfer Gilneas ohne seinen störrischen Anführer ist. Liam! Nein! Welch Verschwendung. Dieser Pfeil war eigentlich nicht für euren Welpen bestimmt. Wir sehen uns wieder. Wir haben es geschafft, Vater. Wir haben unsere Stadt zurückerobert. Wir haben... Gilneas Feinde werden in ihrem Blut ersaufen! Ich töte sie alle!
Warum? War es nicht genug? All die Kraft, all der Zorn, dieser Blutdurst hat mich zu einer rasenden Bestie gemacht. Ich werde... Alles wird klar. Der Fluch ist nicht, was mein Volk definiert. Es hat seine Identität trotz ihm bewahrt. Goldrin! Ich habe, wonach ich suche. Lüftet diese Wut, die meine Gedanken vernebelt. Bleibt wachsam da draußen. Meine Sorge, ich könnte mein Volk nur verstehen, indem ich ihren Fluch erleide, war ein Trugschluss. Mein Volk ist mehr als Worgen. Wir sind weiterhin Gilnea. Werden es auch bleiben. Mit Fluch oder ohne. Für alles gibt es einen Trank. Seht in die Schatten. Champion, im Namen von Gilneas dankt euch die königliche Familie für vorbildliche Dienste für unser Königreich. Und als Prinzessin nehme ich euch hiermit in die Graugarde auf. Mögt ihr immer ein Vorbild der Gilnea bleiben. Wie kann ich helfen?